Das Wunder des Lebens. So wunderschön. So majestätisch. Ja, so majestätisch. So tot. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Kann ich schon wieder nicht looten. Ich nehme ihn mir mal. Na gut. Na ja, willkommen zurück zu Raft. Ja, ich bin Battle Mario Master. Ich bin dann die OLP. Und wir sind immer noch auf dieser Insel. Ja. Und dieses Mal werden wir uns etwas stellen, wo wir beide Angst haben. Aber ja, es muss so sein. Die Bros treten an gegen den Superbären. Ja. Dum, 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 da. Und ob da was bringt, wir am Weiterkommen. Ja, ich bin so offen. Oder wir müssen noch was anderes finden. Ja, der Bär ist schon wieder warte. Da. Ey, halt. Warte auf mir. Do not lose. Ja, warte auf mir. Na gut. Okay. I'm ready. Ich bin so gut wie voll geheilt. Ich habe auch noch genügend Fleisch dabei. Ja, können wir nicht einfach ignorieren, den Einbären hier? Ja. Hey, ich bin auf die Insel gelandet und habe keinen Schaden bekommen. Ich auch nicht. Nice. Jetzt einfach an dem vorbeilaufen, mein Gott. Ja. Folgt er uns? Keine Ahnung. Nee. So, nee. Diese Folge soll heißen Bros vs. Superbär. Erstmal wieder gucken, wie wir da hinkommen. Ja, das schaffen wir mit links. Ja, das schaffen wir doch mit links. Ich glaube, das ist das Problem. Das sollen wir mal irgendwo hingehen. Vielleicht sollen wir mal irgendwo hingehen, wo wir noch nicht waren. Machen wir schon hier unten? Keine Ahnung. Was soll ich denn wissen? Die Insel ist riesig. Ich meine, hier. Haben wir wieder so Schilder. Was ist das denn hier? Hier scheint irgendwas. Nee, hier waren wir noch nicht. Moment mal. Das ist der Strand. Ja, ja, ich glaube, ich bin hier einmal hingegangen. Einmal kurz. Habe die Wildbären eingesammelt. Ja. Aber irgendwie ist ja nichts, glaube ich. Naja, aber ich glaube, dass hier, glaube ich, der Start. Könnte das hier sein, dass das hier der Start ist? Ja, jetzt wahrscheinlich da, wo wir normalerweise anfangen sollten. Wirklich? Ja. Wirklich. Das sieht mir hier wirklich aus wie so eine Anlegestelle. Aber mal ganz im Ernst, wir kommen hier doch gar nicht durch mit unserem Floß. Ja, weiß nicht. Vielleicht wollten ja, dass man da durchschwimmt oder so. So, hier ist nichts. Wirklich? Oder? Kann man so runtertauchen? Da was? Da unten ist was. Ich glaube, von hier aus sollte man normalerweise rein. Hm. Ja, guck mal hier, sieht schon so aus wie in so ein Eingang. Da soll man hier normalerweise durchtauchen, nehme ich an. Mhm. Ist hier unter Wasser irgendwas? Schraubenschlüssel? Hä? Okay. Hier ist ein bisschen Schrott. Ich nehme es mit. Ja. Weil ich erinnere mich, ich bin, glaube ich, einmal hier kurz reingegangen. Hab geguckt, was hier ist. Wo bist du? Ich bin wieder zurück. Ja, warte, ich komme mit. Treffen wir uns wieder dort, wo wir gerade angefangen haben. Ja, damit wir uns, nicht noch aus Augen verlieren. Jetzt regnet er da auch noch. Ja, jetzt regnet es auch noch. Was für ein Scheißwetter. Danilo, hast du dein Mittagessen nicht aufgegessen? Doch, Melone. Hm. So, beyond this point, no loitering, no littering, no cameras with flash, no smoking or drinking, no unauthorized vehicles. Balboa Nature Reserve, Communication Relay Station ahead. Ja, ich glaube, das soll also der Start sein. Ja, gut. Dann fangen wir jetzt mal vom offiziellen Startpunkt aus an. Let's ja. go. Jetzt müssen wir noch was anderes finden, so wie dieses Fahrrad. Ja, ring, ring.
Irgendwo, irgendwas. Das war die Relation. Ja, irgendwo muss hier aber was sein. Ja. 4 und 6 da lang. Geh mal hier hoch. Guck mal so ein bisschen abseits des Weges laufen, einfach was finden. So, hier waren wir schon, ne? Ich glaube ja. Diese komischen Figuren hier. Obwohl. Ja, ja doch, da haben wir die Glühbirne gefunden. Genau, was? Also wir müssen ein bisschen abseits des Pfads, glaube ich, hier suchen. Wir wollen was Cooles finden. Oh Gott. Oh, da ist er schon. Oh, was? Wo ist er? Der Dreck vor uns. So, was machen wir jetzt? Planbesprechung. Okay, Von oben würde ich den am liebsten, warte mal, wenn der von hier oben, dann können wir dann von da oben noch abschießen irgendwo, ne? Eigentlich ja. Muss man nochmal da hochgehen. Können wir noch einfach abschießen. Da nochmal hochkommen. So. Ranger Station. Machen wir da hoch am besten. Jo. Können wir ja von da oben abschießen einfach. Hoffentlich. Ja. Bist du. Da. Dann würde das auch Sinn machen, wenn man von da aus startet. Dann kommt man hier voll an dem vorbei. Na, ich häng fest. Also noch gucken, wo wir den sehen. Von hier aus. Naja, noch nicht runterfallen. Können wir ihn von hier irgendwo aus sehen? Ich glaube nämlich nicht. Blätter sind alle im Weg. Ich sehe nicht. Na. Nee, das Blattwerk ist im Weg. Ich glaube nicht da, dass man das so will. Ja. Ah, ja, scheiße jetzt. Oh, okay, da. Ah, ich bin schon wieder runter. Oh Gott. Direkt vor ihm gelandet. Ich fand unsere andere Position von da hinten aber ehrlich gesagt ziemlich gut. Lass nochmal dahin gehen. Morning, Bear Dance ahead. Kommen wir einfach so an ihm vorbei. Ja, ne? Sind wir wieder hier nämlich. Da können wir nämlich den abschießen. Mein Plan wäre jetzt einfach, wir schießen den einmal ab, rennen dann wieder weg. Und dann schießen wir nochmal auf den. Ja. Okay, bereit? Okay. 3, 2, 2, 1. Okay. Brenner. So, wer ist hinter uns? Renn. Rennt wieder weg, okay. Ich hoffe, der heilt sich jetzt nicht jedes Mal hoch, wenn er wieder da zurückgeht. So. Gott, der muss doch mal irgendwann kaputt gehen, ne? Namen. 3, 2, 1, los. Nein. Ah, gehst du mal kaputt. Guck mal, wie viele Pfeile der schon hat, ey. Ja. Aua! So jetzt wie ich. Oh Gott. Gehst du kaputt? Guck mal, wie viele Pfeile der schon in sich hat. Aua! Ich tot, Hilfe. Okay, weg. Oh nein, jetzt kommt er hinter uns. Ah, weg. Oh nein, ich habe keine Munition mehr, Hilfe! Ich bin so gut wie tot. Ah, nein, ich bin tot. Scheiße. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Save me. I'm too young to die. Ich habe noch nie so wenig HP gehabt. Oh Gott. Er ist ja immer noch am Leben, Mann. Für Pfeile habe ich noch 3 Stück. Oh nein. Kann doch nicht sein, ey. Wollte ich gerade sagen, das kann wirklich nicht sein. Wie ist das überhaupt möglich? Da, wenn ich jetzt ja einen Bären treffe, ne, dann ist vorbei. Ja. Ich muss an dem vorbeilaufen, habe ich so ein Gefühl. Ich könnte hier oben lang, aber dann komme ich wieder da.
Oh nein, jetzt ist es auch noch dunkel. Ja, ich muss sowieso warten, ich bin so gut wie tot. Daniro, wenn wir es nicht schaffen sollten, dann will ich noch sagen, dass wir es versucht haben. Gott, solange er mich nicht angreift, ist ja okay. Die anderen Bären, die machen ja nicht so viel Schaden. Ja. Essen. Ich weiß nicht, ob ich mich dann besser heile oder so. Wenn ich sterbe, verliere ich sowieso meine ganzen Sachen. Oder ich die lieber. Boah. Ja, ich sehe jetzt hier nichts, also. Hilfe. Ich weiß nicht, wo ich hier nochmal zurück muss. Och nein. Wir sind voll verloren, ne? Ja. Ich sehe jetzt auch nichts, weil das hier. Kann man irgendwie. Dann muss ich nämlich die Helligkeit mal kurz hier hochstellen, weil sonst sehe ich absolut gar nichts. Geht das irgendwo? Stimmt, ne? Wirklich? Glaub nicht. Allgemein. Notizen automatisch abspielen. Motion Sickness Modus. Maus, ja, egal. Invertieren. Warum sollte ich das wollen? So, bin ich am Tragen? Nein. Nein, du bist mich nicht am Tragen. Jetzt trägst du mich wieder. Der ist ja immer noch am Tragen. Trage mich! Bring mich in Sicherheit! Dass mein Weg wieder zurückfinden. So, wie kommt jetzt ein Bär irgendwo? Ich muss mal kurz entfernt auf meinen anderen Bildschirm gucken. Oder auf den sehe ich ein bisschen besser, was? Ja. Deswegen hört man mich vielleicht jetzt ein bisschen entfernt, weil ich jetzt hier weggucke. Relay Station 2 Dingen. Ich nur wüsste, in welche Richtung unser Ding ist. So, gut, da ist meine AP, sind wir auch fast. Wichtig ist, dass ich in Sicherheit bin. Unser Blößchen erfinden wieder. Da ist die Relay Station. Wo ist unser Floß? Er hat immer weiter rein verfolgt in diesen einen Ort, ey. Wo ist unser Floß, Mann? Da ist eine Ziege. Ich glaube, jetzt sind wir wieder hier, ne? Ich glaube, so langsam tritt die Leichenstarre ein. Also, ich bin schon weit. Ich glaube, da hinten ist da. Und das hat der Eingang wieder. Das hat der offizielle Eingang. Wo bin ich denn jetzt hier? Ist da noch ein Strand? Unauthorized personal. Do not enter during mate season. Ich glaube, wir haben jetzt nicht gerade wirklich die Zeit, um uns an Regeln zu halten. Ja, das muss ich mir mal merken. Hier ist ein Strand. Aber ich sehe jetzt wieder weit auf den anderen Bildschirm. Okay, wie kommt man hier hin? Nochmal. Können wir halt mal erkunden gleich. Das ist so ein Strand, den ich gefunden habe. Ja, das ist toll. Weil ich glaube nämlich, dass gerade auch meine Hunger- und auch meine Durstanzeige auch noch runtergeht, während ich tot bin. What? Wenn du nicht glaube, wer, wenn das alles auch noch runter ist, ich glaube, dann bin ich endgültig tot. Ach. Und ich möchte mal sagen, dass ich nur noch ein Viertel Wasser habe und nur noch zwei Ball halten an Essen. Also ich möchte nicht drängeln, aber Beeilung! Ja, du kennst doch meinen Orientierungssinn hier. Ja, er ist ziemlich grottig. Das hat man im Weinfasslabyrinth von Superstar Saga gesehen. Aber ich habe so einen Strand gefunden, den sollten wir gleich mal untersuchen. Der ist vorbei an dem Bären gewesen. So. Meine Trinkenanzeige blinkt schon. Ich sehe die.
the stairway to heaven. Ist das der Himmel? Oh. Okay, wäre schon wieder da, weiß ich nicht. Jetzt halt ich fest. Wow. So, und hier schlafen liegen. Boah, jetzt kommt schon direkt der. Oh mein Gott, Danilo, was ist da? Du warst tot, ganz ruhig. Ich war tot? War ich wirklich tot? Ja. Mann. Oh ja, ich glaube, ich rieche auch ein bisschen. So, da ich den Strand gefunden habe, würde ich sagen, gehen wir da nächstes hin. Ich habe nichts mehr. Ich habe keine Pfeile mehr. Ja, ich habe 3 Pfeile. Ja, dann müssen wir uns jetzt irgendwie versuchen zu verteidigen. Ja, dann müssen wir uns hier was anderes versuchen, außer denen vorbeischleichen. Ja. Das ist der Plan. Der eine sieht uns sowieso nicht, der ignoriert uns einfach. Ja. Und jetzt kommt es irgendwie, da dass der Superbär irgendwie unverwundbar ist. Ja. Fange ich langsam auch an, irgendwie zu glauben. Ich glaube, wir sollten eben schlafen gehen, damit wir Tag haben. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir den Strand noch mal wieder finden. Weil er sah, du musst ihn ja wieder finden. Er sah irgendwie aus, als hätten wir ihn noch nicht gesehen. Ja, dann führ uns mal zum Strand. Warte mal, ich muss eben auf die Stairway to Heaven gehen. Wie sieht's HP-mäßig aus? 3/4 voll. Ja, dann müssen wir an die Bären halt vorbeigehen. Geht halt nicht anders. Ja. Muss der eine Bär. Der ist da, jetzt ist der auf der rechten Seite. Jetzt müssen wir mal links. Oh Gott. Jetzt geht das schon wieder los. Oh. Nein, ich habe gerade falsch anbekommen. Ja, ich auch. Komm, ich habe nur noch die Hälfte. Nein. Nope. So much nope. Ich nehme auch lieber noch mal was zum. Oh nein, die Bienchen, die sind ja gar nicht da. Oh nein. Dann durch lange ein bisschen Holz hacken, müssen wir uns wieder voll heilen. Ja. Warte mal, summ. Planken, Palmblätter meine ich. Eine Güte, ey. Hat der so nervig wird mit der Insel. Hätte ich nicht gedacht. Hättest du gedacht? Na warte mal, wenn da ein Strand ist, dann muss man doch irgendwo da anlegen können. Ja. Okay, man kann die Bienengläser nicht in den Bienenstock einfügen. Ich muss nur eben gucken, ob wir noch genügend. Ah, oh, doch, wir haben genügend Honigwaben. Sind mir mal gefallen und die Bäume hier nachpflanzen und so. Da kann ich mal versuchen, ich habe auch keinen. Ich kann ihn nicht abhacken. Ich will uns auch mal ein bisschen heilsalber machen. Weil ich will ja mal versuchen, ja, den Strand zu finden mit unserem Floß. Ja. Warte, ich mache auch noch mal Heilsalbe. Auch noch mal für dich. Okay. Nicht nach rechts, da lang. Boah. Ist das Floß etwa wieder in Bewegung? Ja. Fast. Bewegt sich nur gerade wieder nicht. Wieder feststecken. Ja, weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gott. Oh Gott. Dann machen wir noch mal eine ganze Runde hier um das Ding herum, nehme ich an. Okay. Warte. Na. Warte. Yep, das ist für dich. What? Da liegt Heilsalbe. Oh. Da! Da! Oh, ich sehe nichts. Wie, du siehst nichts? Was zum? Oh Gott. Ach, weißt du was? Ich tue es dem in die Essenskiste. Tue ich dir einmal Heilsalbe rein. Eine von der guten Sorte. Aus Eiern, Ton
Und Honigwaben. Ja, genau, das wollte ich sagen. Na, wenn ich das Ding mal wieder bewegen würde. Du machst das schon. Also die Motoren bitte mal einschalten, wenn es geht. Ja, natürlich. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Bitte sehr. Also, jetzt bitte nach vorne, Kollegen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt feststecke. Hier ist doch gar nichts. Da, oh, da hinten ist ein bisschen Loot. Oh, der Loot. Da müssen wir den dicken Bären halt ignorieren. Ich hätte den Superbären ja gerne erledigt. Aber so viele Pfeile wieder ausgehalten hat. Meinst du wirklich, dass der unverwundbar ist? Weiß ich nicht. Vielleicht heilt er sich jetzt mal, wenn er da am Futtern ist. Oh, eine Reihe. Wir haben so viele Pfeile in ihn reingeballert. Mhm. Die meisten haben sogar getroffen. Man, also. Ja. Das kann doch nicht sein, mein. Ja, kann doch nicht wahr sein. Nein, ist alles auf Kurs da oben. Ja. Sehr gut. Also, Kurs, ich weiß ja nicht, wo der Stand ist hier. Ich gehe so in die Richtung. Na, ich will es hoffen. Aber da war mit Sicht auf dem Meer, also muss das ja irgendwo da, muss man ihn irgendwo anlegen können, ja. Natürlich. Vielleicht von einer anderen Perspektive mal hier irgendwo. Ich bin ja noch was Geiles. Ja, Dariro, steuere das Schiff hinter die Felsen. Oh ja, das Schiff hinter die Felsen, ne? Ja, wir sind doch einmal schon hier ganz rumgedüst. Das hier sieht man hier. Ah, ne, halt. Der Strand aber irgendwie, wenn man da an dem Bären vorbeigeht, irgendwie. Hm. Meinst du jetzt an einem normalen Bär oder an dem Superbär? An dem dicken, ja. Irgendwo in der Nähe von da war das. Vielleicht ist halt einfach nur darum, den abzulenken, damit er eigentlich hier verfolgt und erledigt. Das kann sein. Ich glaube wirklich, dass der nicht, dass man den nicht besiegen kann, sondern nur, dass, damit der abgelenkt ist, damit er uns nicht aus dem Hinterhalt überrascht. Ja, also wie letzte. Aber trotzdem, das bringt uns aber trotzdem nicht weiter. Ja. Ich glaube nicht, hat er einen Schraum. Ja, wir wissen nicht, wo der Schraubenschlüssel ist. Oder was auch immer wir brauchen, um das Ding da kaputt zu machen. Ein Schwert oder so. Wahrscheinlich. Naja. Könnten wir ja dann zur nächsten Aufnahmesession ja herausfinden. Ja. Aber dann haben wir auch diese Insel dann, diese monströse Insel, nenne ich sie jetzt mal, auch endlich mal fertig. Ja, hoffentlich. So. Ich versuche natürlich noch hier, noch während du hier am Fahren bist, wie ein junger Gott. Ja. Und versuche ich natürlich hier noch die ganzen großen Sachen hier einzusammeln. Ja, ja. Da links sind welche. Da kommt Fässer und so. Nice. Und Kunststoff. Ja, irgendwo muss das doch sein, ja. Ja. Von da oben erreicht. Zwei mal Kunststoff ausgesetzt. Da kommen noch mehr Fässer. Also auch noch einen normalen Haken. Nee, ich habe einen Shorthaken noch. Oh. Und da war, und in dem einen Fass, da waren nur Planken drin. Wow. Adieu. Okay.
Ist das neue Mario Party schon gespielt? Ah, fuck. Ich habe noch nicht angefangen, aber ich habe schon mal gestartet. Aber ich habe halt noch nicht angefangen, weil ich war halt erst kurz vor halb zwei wieder zu Hause gewesen. Da. Ja. Wir brauchen Treibstoff für die Motoren. Die sind kaputt. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ich habe mal Planken reingetan, so lange. Ja. Alle leer. Wir sind die alle leer. What? Weil ich die alle mit dem Treibstoff aufgefüllt habe. Warum sind die dann leer? Weil Treibstoff auch irgendwann leer geht? Wenn du egal aufgefüllt hast, dann müssten die doch noch gehen. Diesen blöden Strand finden wir jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Pass auf. Wenn die ganze Insel abgehen, dann müssten wir ihn ja irgendwann mal finden. Ja. Ich schnapp mir mal eben den Rohstoff. Glaube ich mir nur in der Gefahr so eingebildet. Noch so ein Adrenalin angetriebener Traum, den ich hatte. Hör mal, ich habe das pure Adrenalin-Show schon erlebt. Und zwar in echt. Ich glaube, wir haben es. Papier ist das. Hast du es? Ich glaube, ja. Sieht so aus, irgendwie. Okay, ich habe jetzt ein Motor hat leider keinen Kraftstoff mehr bekommen, weil ich nur zwei davon hatte. Ja, ich habe da Planken eingetan, so lange. Ja. So, hier sieht doch gut aus, oder? Meinst du? Das könnte er sein. Nein. Saniro, steuere den Strand an. Eine vernünftige Anlegestelle hier. Ja. Ja, Daniro, steuere das Schiff in die Felsen. Ja. Ah ja, das Schiff in die Felsen. Können wir da auch vernünftig mal erreichen hier. Ja. Ich sammle hier mal alles ein. Was uns so in die Netze geht. Das sieht gut aus. Legs. Ja, tut mal voll aus. Kann ich so nah rangehen wieder. Okay. Dann steck ich wieder fest. Hast du abgeschaltet alle Motoren? Ich bin dabei. Oder so, ich tue jetzt erstmal das ganze Zeug weg, was ich gefunden habe. Hier noch eine besseren Anlegestelle aus hier. Vielleicht ist ja auch irgendwas hier unter Wasser. Ja. Mach mal. Ich muss hier eben in mein Inventar leer machen. Stein. Wer? So, ist das gleiche. Schubkarre, die wir wieder nicht mitnehmen können. Wo bist denn du überhaupt? Bist du schon wieder auf der Insel? Ich bin am Strand, ja. Moment. Ich guck noch hier ein bisschen. Ja, warte, lass mich eben was trinken. Kommen wir hier überhaupt hoch? Werden wir auch nicht direkt angegriffen, weil hier ein Bär in der Nähe ist. Da rechts von uns ist ein Bärenzeichen. Ja. Und ja, der steht genau hier. Der super duper Bär. Weißt du, weil das ist eigentlich gar nicht so eine gute, so schlechte Position hier. Wir können einfach hier hingehen, den abschießen. Dann wieder hier wegrennen. Dann wieder so. Los. Ich habe keine Munition mehr. Ja, ja. Was, wenn wir hier gerade ausgehen? Nur so ein bisschen, ich sehe euch ab. Ja, ich komme auch sofort dazu. Ich sehe noch so ein paar Fässerchen. Hier ist schon wieder das Schließfach. Oh, ich glaube, ich sehe da was. Ich habe Metallerz gefunden.
Ja. Zwei Stück. Nicht viel, aber etwas. Komm erstmal wieder zurück zum Floß. Ich will nicht bei Nacht die Insel. Insel erkunden will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Also ich möchte das nicht. Ich habe noch drei Schüsse, ich schieße in einem ab und renne direkt weg. Oh, See. Guck mal da, hier, Flasche voll Salzwasser. Salzwasser trinken ist nicht sehr gesund. Kann in frisches Wasser verarbeitet werden. Ach nee. Und einmal abgeschlossen. Ist ja nicht so, als ob wir das sowieso schon wissen. So, meine drei Pfeiler noch hier in den Reihen ballern. Okay. Super, was du nicht lassen kannst. Gibt immer noch, ey. Gibt's einfach nicht. Ich glaube echt, da kann ich sterben oder so. Meinst du nicht? Ich habe übrigens zwei Müllwürfel bekommen. Ne, der ist immer noch nicht. Der geht nicht tot. Ja, irgendwie nicht. Ja, ich glaube, dann ist es wirklich so, dass wir nur an denen vorbeikommen, damit der uns nicht nervt. Also wir müssen an dem vorbeilaufen irgendwie. Ja, wir müssen. Wir laufen und fahren nicht dran vorbei. Übrigens, zwei Metallbahnen sind fertig. Ja. Oh Gott, hier muss wieder was gebaut werden, sonst ist einer unserer Motor weg. Oh nein, mach das mal. Mein Hammer gerade nicht dabei. Und hier ist auch schon so einiges weggeknabbert. Eieieiei. Wenn nicht, dann müssen wir online nachgucken, wie das hier weitergeht, weil sonst. Ja, das können wir auf jeden Fall zur nächsten Session machen. Ich will auch irgendwie wissen, was hier. Ich will jetzt hier nicht immer das Gleiche zeigen. Ich will auch, wir ja vorankommen. Wir haben schon mit dem Superbären angelegt. Das ist was Neues. Und vor allen Dingen, wir haben die vierte Relaisstation erreicht. Ne. So, was wollte ich machen? Reparieren. 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 So, mache ich wieder Kunststoff, was wir nicht für haben. Haben wir wieder keinen. Wir bauen in der Fall. So. Gott, ey. Alter, ich habe wirklich fast nichts. Ich habe wirklich fast nichts im Inventar. Ja. Weil, weißt du, ich habe insgesamt nur. Ich habe halt nur 10 im Inventarplätze im Moment. Was? Ja, ich habe nicht so viel. Lass mal schlafen gehen. Schlafen gehen? Ja. Schlafen gehen! Sind wir schon rechts vom Bär irgendwie da weitergegangen irgendwie? Oder haben wir uns versucht, die ganze Zeit zu kloppen? Ich glaube, wir haben versucht, uns die ganze Zeit zu kloppen. Dann sollten wir mal an dem vorbeilaufen und gucken, was da noch so ist. Das könnten wir tun. Aber er eben. So, ich habe einen Bogen und keine Pfeile. Deswegen kann ich mal meinen Bogen einlagern. Ja. Ja, ich sollte meinen Bogen auch einlagern. Da müssen wir halt versuchen. Vielleicht ist der Schraubenzieher irgendwo anders. Ich weiß gar nicht, wo wir die anderen Sachen alle gefunden haben. Waren die alle in den Türmen? Ja. Wo stehst du? Ich bin am Strand jetzt. Du bist gerade ins Wasser gesprungen. Komm auch. Okay. Ja, ich habe meinen Bogen auch erstmal beiseite gelegt. Dann müssen wir halt hier erkunden. Ja. Eine Schlägerei wartet auf mich.
Ja, ich komme auch. So. Ja, wenn jetzt hier nach rechts geht, ist es nicht mehr. Dann, Neo, ich hatte so einen ganz komischen Traum. What? Ich habe geträumt, dass ich tot war und dass du mich hier irgendwo hingeschleift hast. So, da ist der Bär. Können wir einfach an ihm vorbeilaufen, ohne dass er uns angreift? Ja. Sieht so aus, der scheint uns in Ruhe zu lassen. Guck mal, was ist denn da? Hm? Hier. Sieht verdächtig aus. Oh, es hat den seine Höhle. Oh, oh. Na klar! Komm mal da, was hier so liegt. Was ist das? Yo! Was ist das? Bauplan. Machete! Ich hab einen Bauplan für eine Machete! Warte, lass mich eben die Kiste aufmachen. Ich mach die auf. Ich hab sie aufgemacht. Yes! Und war da drin? Okay. Zurück zum Floß. Wir haben. Was? Zum Floß! Wegen der Machete. Oh Gott, da brauchen wir bestimmt Metallerz für. Ich glaube auch. Oh nein. Hallo. Tschüss. Tschüss. Fortschritt. Na klar. Na klar. Der Bär ist jetzt halt beschäftigt mit dem Fressen. So, wo war das hier? Oder? Ja. Da, ich ja, ich glaube hier. Ja, ich sehe unsere Stairway. Ja. Ja, oh, klar. Der Bär ist beschäftigt mit dem Fressen. Das wäre wahrscheinlich die ganze Zeit drin gewesen, ne? Ja, so dass wir an die Machete kommen. Und wenn wir die Machete haben, können wir uns da durchschneiden. Und wenn wir uns da durchgeschnitten haben, dann kommen wir zum Dings, zum Radioturm da. Richtig. Ja. Und tu dir mal erkunden. Ich guck mal, ob hier unter Wasser irgendwo Metallerz vielleicht ist. Scharf genug, um die Vegetation zu zerkleinern. Was brauchen wir dafür? Ich bin dabei. Sag's mir, ich kann es verkraften. Warte, ich schau's eben. Ich brauch ja nur einer von uns alleine. Trott, Seil mit zwei Metallbahnen und einen Bolzen. Ich kann's machen. Okay. Aber so viel? Ja. Ich werde eine Machete machen. Okay, dann brauchst ja nur du die Machete. Oh, warte, Moment. Ich muss noch Seile machen. Dann macht er. Aua! Blöder Hai. Aha. So, Mensch, Schrott. Warum Schrott? Fortschritt. Ich hab's. Oh mein Gott, warte mal. Okay. Ich hab sogar zwei. What? Keine Ahnung, wieso? Warte. Ich tue sie dir hier rein. So, scharf genug, um die Vegetation zu verkleinern. Schicken. Boah. Zack, gemacht aus dem Schild. I have no idea. Planke, Schrott, Metallbahn. Vier Metallbahnen insgesamt für. Ja. Oh, ah, Gott. Nein, nicht die Machete ablegen. Tun wir den Bauplan und dann wieder zurück. Ja. Ich glaube, wir schließen die Insel noch ab. Okay, wir haben noch 20 Minuten so ungefähr, aber. Ein bisschen Moment. Länger nehme ich an. Ich habe sogar einen Schrotthaken gefunden in der Kiste. Gott. War vielleicht eine Machete schon da drinne in der Kiste? Nein. Warte auf mich. Bereit? Ja. So, jetzt müssen wir nur noch die Dings wiederfinden. Wir müssen Richtung Relaisstation 6. Ja. Müssen wir noch finden wieder. Auf erstmal eine Suppe. So. Warte auf mich. Bin nicht so weit voraus. Ja, gut, dass die grün ist. So, hier waren glaube ich irgendwo Schilder direkt. Ja. Auf der linken Seite. Ja, will ich, ey. Echt unglaublich, dass wir das so herausgefunden haben, ohne nachzugucken. So, Relay Station 6. Okay, auf zu 6. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Guck, wie stark die gegen so einen Bären ist. Links ist der Bär. Wir sind zum Glück nach rechts.
Wir sollten nicht, nicht leichtsinnig unsere Machete jetzt verschwenden. Ja, die wird vergiss nicht, dass wir nicht so viel haben. Die wird ja wohl nicht nach ein, zwei Schlägen weg sein. Sie hat eine Anzeige. Ja, ich will auf Nummer sicher gehen. Ich will zumindest so weit kommen, dass wir das Gestrüpp zerschneiden können. Hm. Ja. Na, rechts sind Bienen, ne? Ja. Da sind die Bienchen. Okay. Leute, Fortschritt! Ja, neue Waffen. Rohre. Muss auch immer noch Rohre. Da rechts von uns vernommen. Nom. Ich laufe, während ich am Mampfen bin. So, rein da. Ja, oder? Ne? Ja. Ja. Komm her, Stück. Warte. Boom. Nee. Irgendwie geht das nicht. Gerade habe ich was geschnitten. Wollte ich gerade sagen? Ja, es geht durch. Yay! So, wie jetzt? Wie geht's nicht weiter? Oh, sehr gut. Dreck ist hier. Jetzt kommt ja gleich ein Bär, pass auf. Jo, hier geht's weiter. So. Hinweis. Eine Notiz. Ich guck mir die mal an. Papa, schon vor langer Zeit. Guck mal, wo wir sind. Ja, sind wir wahrscheinlich da, ne? Ja, da sind wir schon. Geil. Dann würde ich sagen, auf nach oben. Schauen wir uns um. Aktivieren. Oh, hier ist noch eine Notiz. Da. Hallöchen. Na, oh, Kunststoff, jawohl. Da ist der Schraubenschlüssel. Ja. Du hast den Schraubenschlüssel. Yes, das heißt, wir haben alles. Und Hallöchen? Bist Hallo? Du Bruno? Johnny. Johnny heißt er. Was können wir für dich tun? Ich hab da was Schönes gefunden. Hm? Oh ja. Yeah. Was ist das? Kraftstofftrank? Kraft-Tank? Ich glaube, wir haben einen neuen. Wir waren Charakter, ne? Ich glaube auch. Alright, neue spielbare Charakter, Johnny. Ja, da ist das Ding. Ja, ich mach mal. Neue Tool, neue Notiz. Okay. Da, hier können wir wieder mit Johnny sprechen. Okay, ups, war der falsche Knopf. Guck mal da, was da steht. 0743, okay. Schreib dir das mal auf. Ja. Ich mache tatsächlich 0743. Hast du aufgeschrieben? 0743. Dann müssen wir da als nächstes hin. Erstmal, das erste, was wir jetzt machen, wir kehren erstmal zur Ranger-Station zurück. Ja. Und geben den Schraubenschlüssel zurück. Mal sehen, was dann passiert. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Ich weiß nochmal mit dem reden, ne? Buddy. Hm. Ja, okay. Muss ja noch mal gucken. Mhm. Kann man hier noch hoch? Ein Dach. Ja, aber hier ist glaube ich nichts. Ne. Ist da nichts? Nichts? Okay. Na doch, hier ist eine Kiste. Ich habe eine Kiste gefunden. What? Da lag nur eine Kiste und da waren zwei Metallbarren drin. Oh. Nice. Okay, Ranger Station. Dann würde ich sagen, kämen wir jetzt mal zur Ranger Station zurück. Wo ist denn die nochmal? Ja, sie liegt, hab ich auf dem Weg. In der Nähe des Rangers, ja. Ja, ne? So.
Wo stehst du? Da ist unser Floß. Wo stehst du? Ich sehe dich nicht. Ich bin ja unten beim Turm. Hinter dir. Ah, da. Okay. Ist das die Ranger Station da vorne? Das könnte sie sein. Wird die überhaupt Karte angezeigt? Irgendwie nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Na gut, dann müssen wir so ein Schild halt finden wieder. Da unten. Na gut, gehen wir wieder zurück. Wir werden das jetzt nur abschließen. Wie kommen wir denn hier runter? Wird die bist du jetzt da runtergegangen? Ne. Weiß nicht, wo ich hier runter soll. Okay, gehen wir wieder in die Höhle. Wo ist denn die Höhle? Achso, ja, die sind ja durch die Höhle gekommen. Da ist die Höhle. Wo bist du? Da bist du. So, wir dürfen uns nicht aus den Augen lassen. Los geht's! Ne? Ich steck fest. Hä? Was soll denn das? Ich komme hier nicht durch. Okay, jetzt. So. Okay. Wer hätte mir mit sowas gerechnet? Du bestimmt nicht, ne? So. Kraftstofftank. Wahrscheinlich, damit wir mehr Kraftstoff benutzen können. Mehr lagern können, so. Ja, ne? Ah. Oder können wir daraus trinken? Wollen wir da Wasser reinfüllen? So ein Kraftstofftank. Na klar, warum denn auch nicht? So. Ja, aber gut, du besuchst ja jede einzelne Insel, dann kriegst du neue Koordinaten für die nächste Insel. Mhm. Dann gehst du zu denen hin. So, Ranger Station ist hier unten. Okay. Sind wir wieder. Ich bin zwar gleich dunkel, aber. Ich denke mal, das dürften wir erreichen. Vielleicht ohne irgendwelche Probleme. Ja, solange nicht der ganz dicke Bär kommt, ist ja nicht das Problem, anscheinend. Ne, ich glaub, der ganz dicke Bär, der lässt uns wirklich in Ruhe. So, aber ich kann nicht Ranger da Station da lang. Ich war ja schon wieder bei diesem Sumpf. Mhm. Ja, ich glaube, das ist dann wirklich auch das letzte Mal, wo wir jetzt hin müssen. Ich will zumindest herausfinden, was passiert, wenn wir jetzt alle Gegenstände einfügen. Na. Kommt ja wieder ein Bär. Hey, wir wissen uns jetzt zu verteidigen. Wir haben Macheten. Gott. Die sind bestimmt stärker als der Metallspeer. Ja, von der Fort, weil noch die Dings geschafft haben, hier endlich mal Ranger Station. Ja. Da lang. Man, ist das eine Lauferei, ne? Ja. Man war hier richtig. Hier oben. Ja, ich hör, schon wieder gleich über wie letztens. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich mache damit gar keinen Schaden gegen den. Doch, der ist tot. Ja. Ich habe irgendwie nichts gemerkt. So. Wo bist du? Ranger Station ist da oben. Ja. Hallo? Bin ich. Ach, hier. So, müssen wir schon wieder bei den radioaktiven Sumpf. Na komm. Und wir haben noch mittlerweile Training darin. Dann los. So, guck mal, was wir hier bekommen haben. So, warte, ich setze den Schraubenschlüssel ein. Warte.
Wow. Hinweis. Was ist das? A revelation. Weißt du, Frodo and find all day notes on Balboa. Frohe Weihnachten aus dem Nichts. Korea Zwillinge. Also alles. Wir haben ein Foto bekommen. Boah, nice. Boah, ein Foto. Frohe Weihnachten aus dem Nichts. Die großen Korea Zwillinge. Oh, da ist auch ja. Schon. Da ist auch schon. Steht da schon. Caravan Town 0743, was wir gerade gefunden haben. Oh. Caravan Town. Dann würde ich sagen, das ist unser nächstes Ziel. Wir sollten erstmal zum Fluss zurückkehren. Ja, erstmal wieder im Dunkeln hier. Gut. Ja, kämen wir zum Fluss zurück und dann können wir auch den Part beenden. Okay. Ciao, Errol. Ciao, Errol. War schön mit dir. Lass uns mal wieder hier zurück hin. Ach ja, wieder hier durch. Okay, und dieses Mal springe ich zuerst. Ich hier die ganze Zeit rein. Es hat gerade kurz geruckelt und dann habe ich tatsächlich Schaden bekommen. Ja. Aber wir haben es geschafft. Thank you for playing my game. So. Das ist einfach eiskalt sagt, mein Game. Danke, dass ihr mein Spiel gespielt habt. Meins, das ich gemacht habe und so. So, lass mich raten, der Bär ist jetzt schon wieder hier. So, kehren wir zum Fluss zurück. Ja. Nur dann kannst du auch die Koordinaten. Dann können wir auch direkt die Koordinaten eingeben. Ja. So, wenn ich jetzt wüsste, wo nochmal Fluss ist. Oh nein. Hier. Ah! Oh Gott, hat mich voll erschreckt gerade. Ich bin voll aufgesprungen in meinen Sitz gerade. Blöden Viecher. Aber er ist tot. Dann hab die Rede bringt wirklich was. Dann hab ich gerade voll wortwörtlich erschreckt, ey. Voll zusammengezuckt gerade, ey. Ja so ich hätte gerne deine Live-Reaktion gesehen. Boah. Ich hätte sie wirklich gesehen, I'm not gonna lie. Mitten aus dem Dunkeln, ey. So, wenn ich jetzt wüsste, wo unser Fluss nochmal ist, ey. Und ich dachte immer nur dass ich so eine kleine Sehschwäche habe. Aber dass du ihn nicht gesehen hast, weil ich habe den schon gesehen. Er ist halt dunkel, okay. Ach, das ist unsere alte Anlegestelle, sehe ich gerade. Das ist unsere alte Anlegestelle, wir müssen noch zum Strand. Oh Gott. Wir ziehen halt noch durch, bis wir wieder zurück am Floß sind. Ja, ja, sowieso. Und bis wir die Koordinaten eingegeben haben. Ja. Wieder ein neues Ziel beim nächsten Mal, sehr gut. So muss das. Ist das hier gewesen? Glaube nicht. Wenn wir den einen Superbär finden, dann. Ich nehme an, für den gibt es auch irgendwie ein Achievement, wenn man den irgendwie erledigt oder so. Ja, aber ich glaube nicht, nicht, dass wir in der Lage sind, den nicht, zu töten. Nicht mit unseren jetzigen. Wir müssen erstmal wieder hier. Kleinere Inseln finden und so. Ja. Und damit wir unsere wieder Sachen an Erze rankommen. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier richtig sind. Obwohl, doch, ich glaube, hier sind wir doch richtig, oder? Hä? Oder? Ja. Ich sehe einfach, einfach nur diesen Strich von unserer Treppe. Dann weiß ich schon, ja, wir sind richtig. Und jetzt wird es natürlich Tag, ist klar. Na. Oh mein Gott, unser Abenteuer auf dieser Insel haben wir bestanden. Ja, und wir haben sogar Macheten. Ja, ja. So, nur noch Metallerz. Jetzt müssen wir uns ein bisschen wieder um kleine Inseln und so kümmern. Ja. So, ich muss noch den Treibstofftank muss ich auch noch hier erkunden lassen. Ja. Okay.
Oh Gott. Und einen neuen spielbaren Charakter haben wir auch bekommen. Ja, also wir haben echt Fortschritt gemacht. So. Du hast den Biotreibstofftank. Mm. Wo ist der? Hier. Speziell entwickelt zur Aufbewahrung von Biokraftstoff. Kannst du ihn da irgendwie da lagern oder was? Bolzen. Oh. Wirklich? Okay, wir machen mal eine neue Kiste ja für so Rezepte und so. Hier verließ auch langsam voll. Aber irgendeine Kiste, die wir nicht benutzen. Irgendwo. Soll da irgendwo eine haben. Hier sind unsere Batterien. Das sind auch unsere. Da ist eine Feldflasche. Alter, was sieht. Ja, warte, Moment, meine Feldflasche. Ja. Das ist meine. Jetzt kann ich wieder mein Zeug mitnehmen. Und ich gehe mal an unserem Computer hier. Und geben uns eine neue Kandidat. Nein. Alles klar. 0. 7. 4. 3. Grünes Licht. Das ist 1800. 68 Meter entfernt. Gar nicht mal so weit weg. Ja. Jetzt können wir ja steuern. 074 und das ist dann Caravan Town, so wie das ausschaut. Caravan Town. Dann wird das unser Nähe, unser nächstes Ziel sein. Ah, sehr gut. Also wir haben wieder ein neues Ziel. Wir können uns wieder auf was Neues freuen. Ich bin durch den Anker gerade reingefallen. Ist es wieder passiert? Ja. Mein Gott, ey. Oh, boah, nice. Einfach nice. Und wir haben auch noch Macheten. Ist das nicht der Hammer? Ja. Wollen wir nur noch wieder Metallerz. Ja, das kriegen wir auch schon wieder. Das werden wir auch noch wieder kriegen. So, jetzt kann ich meinen Bogen und so alles. Wir bauen erstmal wieder neue Ausrüstung. Ich glaube, die ganze Zeit mit dem Bogen ohne Pfeile und so. Wir müssen erstmal wieder alles hier zusammenfahren. Ja, wir müssen alles wieder sammeln, ey. Aber wir haben es geschafft. Oh ja. Wir haben wieder Erfolg gehabt diese Woche. So, wo ist mein... Stop. Ich wollte da nicht wegwerfen. Gut. So. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich habe noch voll viele Holzsperre. Ich hab 4 Holzsperre mit mir gerade. Nice. Cool. Und das Beste daran ist, jetzt können wir uns die ganze Zeit Macheten machen. Ja. Wir machen Macheten. Kommt Macheten auf. Machen Schlitz. Geht machen Schlitze, die Schlitz machen die. Aber ich habe irgendwie nicht gesehen, wie ich den Bär damit getroffen habe. Da habe ich mir vielleicht nur einen. Also ich hab den damit dadurch getroffen, weil meine Machete hat nur noch die Hälfte an Energie. Alles klar. Boah, ey. Und wir haben halt einfach alles gefunden auf der Insel. Naja, wir haben schon wieder eine nächste Insel zum Erkunden nächstes Mal, wenn wir die finden. Ja. Und die werden mit unseren Motoren finden. Werden wir die finden, ja. Aber sowas von werden wir die finden. Hast du jetzt schon den Tank erforscht? Ja, aber da brauchen wir Bolzen, glaube ich. Wir brauchen Schrott und 2 Bolzen. Warte, speziell entwickelt zur Aufbewahrung von Biokraftstoff. Ja, ich wahrscheinlich mal. Da... Oder vielleicht kannst du den irgendwie da reinfüllen und dann mit den Rohren kannst du den irgendwie dann. Oh, guck mal hier. Guck mal bei den Motoren. Du hast ja so Löcher für so Rohre. Hast du noch so ein Rohr irgendwo? Kannst du halt mal versuchen, da reinzupacken? Ich kann es versuchen. Weil jetzt so ein Loch extra hier. Habe ich so ein Gefühl. Wo sind sie? Ja, ich kann es versuchen. Sag mal, daneben platzieren. Wo stehst du gerade? Beiden Motoren auf der linken Seite von unserem Fluss. Linken Seite, okay, warte, ich werde es machen. Einen Moment. Hier, siehst du das Loch hier? Kannst du halt direkt da ranpacken? Ich versuch's mal. Wo ist das Loch? Hier vorne. Direkt da vorne. Da vorne. Ah. Tatsache. Und da kannst du bestimmt den Tank, kannst du dann bestimmt irgendwie. Irgendwo platzieren, kannst du dann reinfüllen, dann geht dann automatisch da rein, nehme ich an. Ne? Sieh das an. Ja. Dann musst du den Tank wahrscheinlich irgendwo hier so platzieren, dann kannst du ihn da reinfüllen und dann kannst du die wahrscheinlich alle miteinander verbinden, ne? Damit die alle auf einmal gefüllt werden. Oh Gott. Das kann was werden. Ja.
Also aber das überlasse ich am besten dir. So. Ja, du kannst das besser als ich. Also du willst ihn hier im packen, damit wir direkt alle betanken können. Ja. Ich werde mir schon irgendwas einfallen lassen. Was brauchen wir dafür? Schrott, du machst das schon. Du bist darin sehr viel kreativer als ich. Was brauchen wir denn dafür? Brauchen wir nur Schrott? Wir brauchen nur Schrott. 4 Stück davon. Oh, Gott sei Dank. Dann kriegen wir, glaube ich, zwei Rohre dafür. Ja, irgendwie wird dann schon. Ja, du kriegst halt für 4 Schrott kriegst du, Ja, okay. Wenn wir darauf gezielt fahren. Für 4 Schrott kriegst du 2 Rohre dafür. Müssen wir halt hier. Ja. Irgendwie aber das machen wir alles erst beim nächsten Mal. Ja, alles klar. Dann haben wir ein paar beenden, haben vollen Erfolg bekommen heute. Ja. Beim nächsten Mal wird's dann wahrscheinlich ein bisschen mehr so ruhiger wieder angehen, weil wir dann wieder fahren müssen und so. Genau, bevor es dann zur nächsten Insel geht, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Caravan, irgendwas. Ja, ich meine, da werden wir sowieso hinschwimmen, aber vor da schon direkt drauf gehen oder so. Im Weg. Ja. Mal schauen. Gut. Ja. So, dann sagen wir tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jetzt fängt die Musik an.